Hallo Leute, Super Mario Luffy's hier und heute melde ich mich zurück mit einem neuen Division 2 Video und zwar ist gerade das State of the Game zu Ende gegangen und ich kann euch versprechen, die heutigen Infos haben es in sich. Es wurde über das neue Loot-System, über die RNG gesprochen und wie sie das ganze System verändern wollen. Zuallererst haben sie die unsichtbaren Wände aber angesprochen und die werden mit der Episode 3 angegangen und sollen dann nicht mehr vorkommen, genauso wie die Gegner, die in den Wänden drinnen bleiben. Und das war es dann eigentlich schon und sie gingen dann gleich zu den ganzen Gear-Sachen über, wie sie das eben neu verpackt haben, wie sie das geändert haben. Sie sagten, nach einem Jahr Erfahrung und dem Feedback der Community, auf dem haben sie eben das ganze Gear-System hier, das neue, aufgebaut und sie hoffen eben, dass sie mit dem die Spieler jetzt wieder zurückgewinnen können. Und wie das Ganze aussehen wird, werde ich euch jetzt sagen. Momentan haben wir ein Budget-System, das heißt, wenn ihr einen hohen Roll habt, zum Beispiel wie hier 11,5 Waffenschaden, dann ist es so, dass die anderen Attribute hier einfach niedrig sind und das haben sie eben geändert. Jetzt könnt ihr auf einen Gears-Stückteil alle Attribute quasi auf dem Maximum rollen können. Das hängt von eurem Gearscore ab, beziehungsweise dem Gearscore des Items. Umso höher der Gearscore ist, umso bessere die Attribute hier. Ihr seht hier, es wird neue Bonusse geben von den ganzen Markensets. Die sollen sich mit den ganzen Spielstilen von den ganzen Spielern eben kombinieren lassen. Und es soll auf jeden Fall wieder rollen im Vordergrund stehen. Die ganzen Sets und die ganzen Talente sollen eine Synergie ergeben zwischen den verschiedenen Rollen, wie sie wir aus Division 1 kennen, damit zum Beispiel der Heiler heilt irgendwem, der andere ist der Tank, der andere ist der Damage Dealer und das wollen sie jetzt wieder einführen. Hier jetzt aber genaue Erklärung. Es gibt immer ein Core-Attribut, das kann immer entweder Waffenschaden sein, Fertigkeiten, irgendein Fertigkeitenattribut oder eben ein blaues Attribut sowie Rüstung. Das kommt aber darauf an, welches Markenset ihr anhabt und da könnt ihr wahrscheinlich dann, so wie es jetzt ist, dann auf zum Beispiel Alp Summit werdet ihr, weil das eben ein Supporter-Set ist, wahrscheinlich keinen Waffenschaden als Core-Attribut, als Hauptattribut hier rollen können. Die können auch immer wieder rekalibriert werden, die Haupttalente. Und die Haupttalente eben, die Hauptattribute, nicht die Haupttalente, die gibt es dann nicht aus Attribute. Also ihr könntet hier, wo Core-Attribut steht, Waffenschaden, das könnt ihr bei den unteren Attribute dann nicht mehr bekommen. So wie es, dass ihr nicht jetzt dreimal zum Beispiel oder zweimal hier auf einem Stück Waffenschaden habt und ziemlich viel stacken könnt, da müsst ihr dann wirklich schauen, Crit-Chance oder Crit-Damage, wenn ihr jetzt ein voller voll auf Schaden gehen wollt. Und die größte Frustration der Spieler ist, dass zu viel RNG in dem ganzen System war. Ihr lootet und bis ihr irgendwas findet, das dauert dann ewig. Und das haben sie, das wollen sie jetzt eben auch mit den neuen, hier mit dem neuen System angehen. Ihr seht hier ein Talent unten. Die Talente-Anforderungen sind verschwunden mit dem neuen Update. Was kommen wird in der Zukunft? Das ist nicht Episode 3. Das wird nach der Episode 3 kommen. Ich schätze irgendwann vor dem Sommer, im Juni, ist meine Vermutung, Mai, Juni, dass das Ganze hier kommen wird. Die Talente-Anforderungen sind weg, denn sie sagten, weil zum Beispiel hier haben wir, wenn ihr in Deckung seid, dann erhöht sich euer Waffenschaden mit 10%. Und das wird jetzt zum raufgelegt quasi. Wenn jetzt 10.000 Waffenschaden leicht zu rechnen, 10% mehr ist 1.000, dann habt ihr 11.000 Waffenschaden. Das ist jetzt momentan nicht so. Das Ganze wird, glaube ich, vom Waffenschaden ohne den ganzen Attributen gezählt. Also nicht, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf der Weste noch Waffenschaden habt, dann wird das nicht dazu gerechnet, das Talent hier momentan, und das wird dann alles dazu gerechnet, eben nach dem neuen Update. Da wird der Westenschaden genommen. Und wenn ihr jetzt auf der Weste 10% habt, dann habt ihr schon 11.000 und nochmal 10% dazu bekommt, dann bekommt ihr nochmal 1.100 anstatt die 1.000, wie es jetzt so ist. Und so habt ihr dann wirklich mehr Schaden. Also wenn ihr höheren Waffenschaden habt, wenn ihr mehr auf Schaden geht, dann bekommt ihr automatisch mehr Schaden durch das Talent hier. Das ist momentan nicht der Fall und deswegen haben sie auch gesagt,
haben sie die ganzen Anforderungen für die Talente eben hier weggegeben. Es gibt auch natürlich nicht nur offensive Attribute bzw. Talente, sondern auch Defending-Talente, also mit der, was ihr euch beschützen könnt. Auch für die Taktiker gibt es natürlich Talente und es sollte auch wirklich starke Kombinationen hier geben von den Talenten her. Und eine ganz neue Änderung ist es, momentan wisst ihr, ihr habt auf der Maske Talent, verschiedenste Talente auf der Weste, auf dem Holster, Knieschoner, auf den Handschuhen, auf dem Rucksack. Das wird es jetzt nicht mehr geben. Es wird jetzt immer so sein, dass ihr nur mehr auf der Weste und auf dem Rucksack Talente haben könnt. Und die sollen dann eben stärker sein, weil ihr nur mehr zwei habt und sollen wirklich gut miteinander kombinierbar sein. Zudem erwähnten sie noch, dass eben Schaden gegen Elite kein Talent mehr sein wird, weil sie wollen eben nicht, dass ihr jetzt zum Beispiel alles auf Schaden gegen Elite stackt, dass ihr viel davon habt und eigentlich gegen den Elite-NPC dann, der den killt ihr dann in einer Sekunde und für den Leaderman braucht ihr drei Sekunden und das wollten sie nicht. Das machen sie jetzt alles mit Waffen und Schaden hier weg. Wie das Ganze dann mit der Rekalibration ausschauen wird und mit der Fertigkeitenstärke, das erklären sie dann nächste Woche im State of the Game, haben sie gemeint. Und ein weiterer Grund ist, dass damit sie das System hier geändert haben, war, dass es viel leichter zu verstehen ist. Ihr habt hier Attribute und ihr seht dann durch den Strich, wie viel euch noch fehlt zum Maximum Roll. Ihr braucht hier keine auf Google mehr, wie viel Schaden kann ich hier raufbekommen. Und ihr könnt das viel leichter verstehen. Es gibt nichts, es wird jedes Set wird gleiche Mod-Anforderungen haben, gleich viel Attribute und des Weiteren. Und das wird jetzt deswegen auch manche Markensets hier auch nicht mehr schlechter sein als wie anderen. Hier haben wir jetzt zum Beispiel ein paar Talente, was sie hier vorgestellt haben. Ihr seht schon, das ist sehr viel hier. Jetzt haben wir das ein bisschen näher. Die Talente sind zum Beispiel neue Talente. Wenn ihr jemanden jetzt heilt, bekommt der zum Beispiel mehr Waffenschaden oder mehr Fertigkeitenschaden, wie hier rechts zu erkennen ist. Das ist dann, ich schätze mal, Alp Summit. Da seht ihr, da könnt ihr nur mehr gelb rollen, beziehungsweise wird wahrscheinlich schwierig, keinen Waffenschaden da rollen können. Aber wie das alles ausschauen wird, werden wir dann sehen. Dann haben wir noch ein Talent. Wenn ihr 5 Meter von einem Mitspieler entfernt seid, von denen seiner Fertigkeit, dann erhöht sich euer Waffenschaden für um 15% und lauter solche Sachen eben. Das hört sich gut an, der eine stellt eine Fertigkeit, ihr macht mehr Waffenschaden, beziehungsweise er heilt euch, dann macht ihr noch mehr Waffenschaden. Oder zum Beispiel auch hier, wenn ihr von Deckung zu Deckung läuft, dann bekommt ihr mehr Rüstung dazu. Ihr seht auch hier, Rüstungsregeneration wird auch ein Ding sein. Rüstungsregeneration, ihr kennt das jetzt, das merkt man eigentlich nicht und beginnt erst, wenn ihr ein paar Sekunden außerhalb des Kampfes seid. Das wird sich auch ändern. Das wird jetzt sofort eintreten und umso mehr Rüstungsregeneration natürlich ihr oben habt, umso schneller wird die Rüstung von euch wieder regeneriert werden. Was mir aufgefallen ist, dass auf sehr vielen Builds hier Gefahrenschutz oben ist. Gefahrenschutz, ihr seht hier 4,4%, das wird jetzt nicht mehr so leicht auf 100 gehen. Das könnt ihr wenn das Update hier kommt, wie gesagt im Sommer, höchstwahrscheinlich irgendwann, könnt ihr keine 100% mehr Gefahrenschutz erreichen, damit ihr nicht mehr immun gegen gewisse Fertigkeiten sein könnt. Da könnt ihr wirklich nur mehr gewiss niedrige Werte heraufrollen, seht ihr 4%, da werden ca. 11-12% Maximum hier gehen. Und 12% ist nicht wirklich viel, wenn ihr Talente auch nicht habt. Viele werden sich jetzt fragen, was passiert mit den ganzen Talenten, was ihr da oben habt auf der Maske. Die werden umgewandelt, wie genau haben sie noch nicht gesagt. Alle eure existierendes Gear wird umgewandelt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Schaden gegen Elite als Talent oben habt, wird das gegen irgendwas anderes, was Schaden macht, ausgetauscht und alle Roles werden wirklich übernommen. Aber sie haben angekündigt, es wird einen neuen Gearscore-Level geben. Also euer Gear wird zwar übernommen werden auf das neue System, aber wenn ein neuer Gearscore kommt, dann braucht man das sowieso, weil dort stärkere Attribute bzw. Rüstungswerte oben sind. Und ja,
Das Update ist noch sehr weit entfernt, deswegen es nützt es auch nicht zu sagen, jetzt will ich jetzt nicht mehr farmen oder so. Auf jeden Fall für Spieler, die jetzt schon längere Pause gemacht haben, würde ich raten, einfach warten, bis das Update kommt. Es schaut wirklich vielversprechend aus mit den ganzen Änderungen, dass endlich wieder Gruppentalente rollen kommen, es einfacher ist, Zeugs zu bekommen, es wird übersichtlicher sein, es wird nicht mehr so viel Müll im Stash sein, dass ihr so viele Sachen aufheben müsst. Das wird auf jeden Fall das alles zeitersparender machen, übersichtlicher und viel angenehmer zu spielen. Ein großer Punkt, was das sie noch erwähnt haben, ist, die ganzen Änderungen kommen natürlich nicht ohne neuen Inhalt. Sie arbeiten an den Inhalt und das wird dann mit neuen Inhalten kommen. Ich schätze, das wird dann mit dem Raid, vor dem Raid, ich hoffe ein bisschen vor dem Raid kommen, weil nicht wie beim ersten Raid, dass sie alles ändern und gleichzeitig dann der Raid kommt, vielleicht ein Raid eine, zwei Wochen später bringen, oder einen neuen Inhalt vorher. Und hier ist jetzt ein neues Set, was man von einem Solo-Spieler haben sie gemeint. Der hat hier, glaube ich, zweimal Fenris, einmal Providence, Gila und weiß nicht, was das andere hier ist, an. Auf jeden Fall hat auch jetzt die Fenris-Weste, was wir gleich hier sehen, 4 Attribute, sowie die Maske hat auch 4 und der Rucksack auch. Und die anderen haben 3 Attribute. Und jetzt schauen wir sich das mal an. Der Rucksack hat zum Beispiel Waffenschaden. Ihr seht das. Hier alles, was so ein bisschen orange ist, dann messt ihr automatisch. Das ist jetzt Maximum schon gerollt. Und das Maximum könnt ihr auf alle Markensets übertragen. Also wenn es auf Fenris Maximum 12% Waffenschaden ist, dann ist auf jeden anderen Set auch dort maximalen Schaden. Und ihr seht schon, circa, ihr könnt 12,5 Waffenschaden rollen. Waffenhandling gibt es jetzt auch als Attribut. Crit Chance und Crit Damage. Und dann schauen wir weiter auf die Brustplatte. Da haben wir auch wieder ein neues Talent. Wenn ihr Critical Hits macht, dann erhöht sich euer Waffenschaden um 1% für 5 Sekunden. Und ihr könnt das natürlich stacken. Und hier ist auch wieder Waffenschaden, Critical Hit Chance und Damage und wieder Gefahrenschutz hier gerollt. Und ihr seht, der 2er Bonus ist jetzt Reload Speed von Fenris, da war Schutz für Elite oben zum Beispiel und Stabilität ist auch oben. Statt Lebensenergie durch Tötung, glaube ich, der 3er Bonus. Dann haben wir hier Lebensenergie bei Gilagard, das ist auch geändert worden, das ist eher das Überlebensset geworden, schätze ich mal, mit Rüstung, Health, also Lebensenergie und Rüstungsregeneration. Das haben sie geändert auch. Und hier auch wieder Gefahrenschutz oben, also sehr viel Gefahrenschutz. Ich schätze mal, man braucht Gefahrenschutz dann auch für den neuen Inhalt, weil sonst wäre hier nicht überall Gefahrenschutz auf dem Gear, auch wenn es nur ein Entwicklerbild ist. Was haben sie dann noch gesagt? Ja, wie gesagt, alle Stats könnt ihr jetzt auf Maximum bekommen, umso höher der Gearscore ist, umso besser die Attribute. Die Kombinationen sollen auch mehr Spaß machen, die ganzen Gearsets und Markensets-Kombinationen. Fertigkeitsstärke, wie gesagt, die wird auch komplett umgeändert. Das kommt eben nächste Woche. Wie schaut es aber jetzt aus mit den exotischen Talenten? Die bleiben. Also wenn ihr jetzt einen Handschuh habt von einem exotischen, dann bleibt das Talent. Das könnte sein, dass sie das ein bisschen angepasst haben, das Talent, aber auf jeden Fall haben die exotischen Items, da bleiben die Talente. Bei den Gearsets, die Bonusse haben sie dann eben geändert, aber das sehen wir dann eh, glaube ich, gleich später noch, da komme ich dann später dazu. Kommen wir mal auf jeden Fall zu den Rollen dazu, die ganzen Sets sollen eben aufeinander abgestimmt sein, es soll wieder die Rollen dazu bekommen und eben Gruppengameplay eben möglich machen, sei es beim PvP oder auch PvE. Es hat wirklich viel zu viel Loot gegeben mit nur Mist und jetzt, das haben sie eben geändert, es sollte jetzt weniger Loot geben, aber es sollte fast jedes Teil, das ihr bekommt, eben interessant sein und ihr solltet hoffen können, dass ihr hier irgendwas hier findet, was gut ist. Bei den Named Items, da werden die Talente dann wegkommen, also gekoppelt und solche Builds wird es nicht mehr geben, weil die Handschuhe, die Talente gibt es nicht mehr. Aber sie haben gesagt, wenn ihr dann Named Items habt, dann wird jetzt zum Beispiel das Attribut, was nach dem Update
Ihr könnt maximal 8% darauf bekommen, Waffenschaden, und das Named-Item hat dann automatisch mehr Waffenschaden, was eigentlich die anderen nicht bekommen können, und so wollen sie das ausgleichen, dass ihr das Talent dann nicht mehr habt. Zudem haben sie erwähnt, dass es keine Optimalisierungsstation geben wird. Viele Spiele haben sich die zurückgewünscht. Ich bin froh, dass es nicht geben wird, denn es ist noch immer ein Looter-Shooter und man sollte ein bisschen grinden, und mit den ganzen Änderungen wird es dann auch viel leichter werden, glaube ich, dass man diese Teile findet, zumindest was man braucht. Die müssen nicht Godworld sein, jetzt ist es schon mal schwierig, die richtigen Teile mit den richtigen Talenten zu bekommen. Dadurch, dass es weniger Talente geben wird, weniger Teile mit Talenten, reduziert sich der Lootpool gleichzeitig, und es wird, glaube ich, wirklich wieder viel einfacher sein, irgendwas Gutes zu bekommen, weil jetzt ist es ja fast unmöglich. Zu guter Schluss kommen wir jetzt nun noch zu den ganzen Gearsets. Die Gearsets haben sie auch überarbeitet, da wird es neue geben. Und wie das Ganze aussehen wird, seht ihr hier. Sie haben sie überarbeitet, sie sollen mehr Spaß machen, sie sollen stärker sein. Und es gibt 2, 3er und 4er Bonusse. Hier haben wir irgendein Carrier-Set mit Fertigkeiten Eile, mit 10% Reparatur von Fertigkeiten, 10% Fertigkeiten Stärke. Und immer wenn ihr einen Skill kaputt macht, refresht der andere sich, glaube ich, und erhöht euch noch euren Fertigkeitenschaden und die Reparatur für 10 Sekunden, um 10% für 20 Sekunden. Ja, mal schauen, ob das, wie gesagt, glaube ich, oft auch nur Platzhalter, es ist noch nicht in Stein gemeißelt hier die ganzen Sachen. Und sie haben auch noch gesagt, wenn ein Gearset jetzt ein Talent oben gehabt hat, wenn ihr jetzt zum Beispiel ein Gearset habt mit einem Talent und das hat das jetzt nicht mehr, dann wird das automatisch umgewandelt, damit das Gearset selbst dann einen stärkeren Bonus bekommt von dem Talent. Also wenn das Gearset hat ein Talent, ihr hattet ein Talent oben auf dem alten, und so wird das automatisch verstärkt, das Gearset-Talent. So haben sie das gesagt. Und mal schauen, wie sich das alles auswirken wird hier bei den ganzen Gearsets. Und hoffentlich machen die auch mehr Spaß, weil die meisten sind einfach nicht zu gebrauchen aus Asse und Achte und das Hardware als Hucherminen-Set. Aber sonst die meisten einfach nur, ja, keine Ahnung, keiner spielt irgendwas und schon gar nicht keinen Vierer-Boni. Ja, das war es jetzt eigentlich von mir. Das waren die wichtigsten Division 2 News. Auf jeden Fall bin ich gespannt, was ihr von den ganzen Änderungen haltet. Auf jeden Fall ein Like und Follow nicht vergessen. Shared das Ganze, und ich bin auf jeden Fall schon gespannt, wie sich das Ganze spielen lässt, und blicke hoffnungsvoll in die Zukunft von Division 2. Es geht voran, Agents. Haut rein und lasst mal eure Meinung in den Kommentaren da. Ciao, ciao.